Moin ihr Lieben, ich bin Katharina und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Aufgebraucht-Videos habe ich ja schon einige gemacht. Ein bisschen anders, als man es sonst so kennt, und ich habe, glaube ich, auch in dem ersten drüber geredet gehabt. Die sind sehr gut angekommen, weil die auch einfach Suchbegriffe vereinen, einfach die gesucht werden. Und warum ich trotz Minimalismus und Nachhaltigkeit weiterhin diese Aufgebraucht-Videos machen möchte, darum soll es heute gehen. Denn ich finde, Aufgebraucht-Videos, Nachhaltigkeit und Minimalismus schließen sich keineswegs aus. Es geht mir ja darum, zu zeigen, welches Produkt für euch am besten ist. Also sozusagen eine Art Review zu geben von Produkten. Es bringt aber nichts, wenn ich mir ein Aufgebraucht-Video Produkt A zeige, also sagen wir mal Handcreme A, im zweiten zeige ich Handcreme B und beide Male spreche ich positiv drüber. Ja, dann weiß keiner, was er kaufen soll, was dann so das Beste ist. Deswegen habe ich mich entschieden, die gebündelt Themen zu machen und zu sagen, hier machen wir nur Handcreme in einem Video und ich vergleiche die und ich mache einen Vergleich draus. Und dadurch, dass ich diese Produkte in der Regel aufgebraucht habe, außer ich fand sie zu furchtbar und ganz negativ, dann sage ich das natürlich auch, habe ich eben eine sehr gute fundierte Meinung, die ich dazu geben kann. Und ich finde, Nachhaltigkeit und Minimalismus, da ist ein ganz großer Teil ist eben dieses bewusste Kaufen, nur das Kaufen, was man wirklich haben möchte. Sich vorher informieren, ob man es braucht, sich nicht durch 10.000 Produkte durchtesten, bevor man das gefunden hat, was einem gefällt. Und genau damit, mit diesen Videos, möchte ich einen Anstoß geben, einfach zu finden, das zu finden, was man haben möchte, bevor man es kauft. Und damit man damit eben gleich das Richtige kauft und nicht 10.000 andere Kleinigkeiten ausprobieren muss, bis man bei dem Produkt landet, was man eigentlich haben wollte. Denn das ist nicht nachhaltig und auch nicht minimalistisch. Und es gibt mehr Müll, weil man die Produkte dann in der Regel nicht aufbraucht oder irgendwie sie kippen, weil man sie nicht komplett aufbrauchen kann in der Zeit, weil man zu viele Produkte hat. Und deswegen gibt es bei mir weiterhin diese Vergleichsvideos, also die Aufgebraucht-Videos, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Bereich. Ich achte mich mittlerweile sehr stark auf Inhaltsstoffe. Ich scanne jedes Produkt ein, wie sehen die Inhaltsstoffe aus, bevor ich es kaufe. Und genauso habe ich halt auch aussortiert nach dem Schema. Und deswegen dachte ich, geht es damit weiter. Ich habe noch ein paar alte gedrehte Aufgebraucht-Videos, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und da habe ich noch nicht so auf die Inhaltsstoffe geachtet, aber mal von den Inhaltsstoffen und davon abgesehen, dass sie vielleicht in Plastik verpackt sind, die Produkte, ist, wenn ihr sagt, diese Sachen sind mir nicht so wichtig, ist das, was ich sage, immer noch Fakt, ne? Also wie das Produkt, die Wirkung und so weiter, ne? Und immer genaueres auch zu den Inhaltsstoffen findet ihr dann immer im jeweiligen Blog-Eintrag. Ich mache immer einen ausführlichen Blog-Eintrag dazu. Und ansonsten geht es im nächsten Video erstmal weiter mit dem Bereich Lidschattenbase. Da dies für mich leider ein etwas komplizierteres Thema war, aber mehr dazu im nächsten Video. Und ansonsten schreibt mir nochmal eure Meinung zum Thema Aufgebraucht-Videos und wie ihr das Ganze so seht und ob ihr sowas überhaupt schaut. Also ich schaue es nicht, dieses Klassische, aber ich schaue gerne Videos, wenn ich ein Produkt haben möchte, schaue ich explizit nach diesem Produkt dann. Oder schaue explizit nach Vergleichen von einer Produktkategorie, wenn ich da ein neues Produkt suche. Ja, das war's und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!